Ich unterscheide drei Arten oder drei Stufen beim Erlernen dieser Übung. Die erste ist, ich schaue erstmal, dass es äußerlich, physisch alles so läuft, wie ich es beschrieben habe. Ich bin bei mir, spüre meinen Körper, der Arm ist gestreckt, die Finger laufen und die Schulter spürt den Gegenstrom nach innen. Und ich kontrolliere eigentlich diese Übung noch direkt über mein Körperbewusstsein von innen. Schau auch optisch, ob das alles läuft. Die zweite Stufe ist, dass ich innerlich zu mir gehe und dann an diese Grenze meiner Aura, wo die Hände sind, und dann eigentlich dieses im Stab denken habe. Ich spüre, wie der Stab ist, ich spüre mich selbst und lasse das dann zu, dass der Körper seine Bewegung selber organisiert. Ich gebe an den Fingerspitzen die Impulse zum Beschleunigen oder zum langsamer werden und alles andere macht der Körper. Ich gehe raus und der Körper geht gleichzeitig mit dem Schulterblatt zurück und sorgt für das Gleichgewicht. Die dritte Stufe ist, dass ich noch über den Stab hinaus spüre. Ich habe das Gefühl, draußen, ich spüre bis in den Fixsternhimmel, stell mir deinen Stern vor, der draußen ist und der vielleicht auch dreht und dessen Drehung sich aus dem Stab überträgt. Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, ich impulsiere den Stab mit meinen Fingern, sondern ich bin weit draußen und der Stab wird von dort aus bewegt und dieses, was der Stab aufnimmt, überträgt sich auf eine feine Art auch in mein Körpergefühl nach innen, sodass es dort ganz leicht und entspannt wird. Und wenn Sie möchten und Sie haben es rechts geübt, können Sie es auch links üben, gleichmäßig und irgendwann anfangen, mit beiden Händen das zugleich zu machen.